Meiner Meinung nach braucht es mehr geschützte Räume für queere Jugendliche, sowohl virtuell als auch in der realen Welt. Ich fordere auf jeden Fall mehr politische Arbeit, mehr Bildungsarbeit, mehr Sichtbarkeit von den Lebenswelten queerer Jugendlicher. Das bedeutet für mich in der Wortwahl, in Werbung, im politischen Standing, wenn bestimmte Tage sind, bestimmte Veranstaltungen und das generell beispielsweise nicht immer nur ja, weiße cis-heteronormative Jugendliche oder Menschen generell abgebildet sind. Ich fordere auch, dass KollegInnen aus der sozialen Arbeit und auch generell Menschen ja, mehr achtsam mit queeren Jugendlichen umgehen können. Das heißt, dass sie mehr lernen über die Probleme und die Themen der Jugendlichen, sodass sie halt eben auch die Möglichkeit haben, diesen Jugendlichen einen positiven Kontakt zu geben, um denen dann zu helfen, ja, mit der Welt umzugehen, die eben sehr heteronormativ und patriarchal geprägt ist und ihnen zu zeigen, dass sie nicht von dieser Bewertung abhängig sind, die ihnen die Welt versucht aufzudrücken. Und ich finde, ja, da ist noch ziemlich viel Raum und es macht mich wütend und ich hoffe, dass da noch jede Menge passieren kann. Auf jeden Fall, Jugendliche sollten keine Angst vor Feindlichkeit haben. Niemand sollte das. Ja.